Sie kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien, der Türkei oder Rumänien. An der HBLW Landwiedstraße in Linz hat rund ein Viertel der Schülerinnen und Schüler Migrationshintergrund. Grund genug für die Schülervertretung, am 11. Februar einen Aktionstag zum Thema Integration abzuhalten. In Workshops mit der Volkshilfe Oberösterreich und anderen Organisationen lernten die Schüler, wie sie Toleranz im Schulalltag aktiv leben können. Also wir haben seit diesem Herbst die internationale kulturelle Peer-Ausbildung hier an der Schule, die läuft über das Land Oberösterreich. Wir haben im Moment 6 Schülerinnen in Ausbildung, 2 Tage haben sie schon vor Weihnachten gehabt und die Schülerinnen sollen das Thema interkulturelle Kompetenz im Unterricht einbringen, in ihren Klassen einbringen und so weit als möglich auch Projekte machen. Über die Herausforderungen der Integrationspolitik sprach Staatssekretär Sebastian Kurz. Vorzeigemigranten, die gute Deutschkenntnisse, einen Job und ehrenamtliches Engagement vorweisen können, will er schneller, nämlich schon nach 6 statt 10 Jahren, einbürgern. Integration ist beides, Bring- und Holschuld, es braucht beide Seiten. Wir brauchen die Zuwanderer, die sich in Österreich einbringen wollen, die bereit sind, die Sprache zu lernen, die bereit sind, auch unsere Kultur und unsere Wertvorstellungen anzunehmen. Und gleichzeitig braucht es aber natürlich auch die Mehrheitsbevölkerung, die positiv auf Neuzuwanderer zugeht und die da mit einer gewissen freundlichen Gesinnung auch Neuzuwanderern entgegentritt. Beides braucht es, dann kann es funktionieren. Die FPÖ sieht in der Novelle eine Aufweichung des Staatsbürgerschaftsgesetzes. Die Grünen warnen davor, dass solche Hürden kein Anreiz für gelungene Integration seien. Ich verlange, dass man mindestens 15 Jahre in Österreich aufhältig ist, dass man also einen einwandfreien Leumund hat, dass man auch immer erwerbstätig auch war, sich integriert hat, auch Kenntnisse hat in der Kultur- und Landeskunde, dann kann ich mir das vorstellen, aber ich möchte hier kein weiteres Aufweichen haben. Wenn jemand ordentlich ist, 15 Jahre bei uns, dann soll er auch die Staatsbürgerschaft bekommen. Da bin ich auch dafür zu haben. Wir sind in einem internationalen Wettbewerb, das heißt, die besten Leute sind mittlerweile eh schon woanders, die kommen nicht mehr nach Österreich. Wir sehen das an den Zahlen, an den Quoten für die Rot-Weiß-Rot-Karte, die sind bei Weitem nicht erschöpft. Das heißt, wir müssen uns wirklich auch im internationalen Feld um die besten Köpfe bemühen. Anders sein, auffallen, aus der Masse herausstechen. Conchita Wurst kann ein Lied davon singen, was es heißt, sich von anderen zu unterscheiden. Ich wurde ja so geboren im kolumbianischen Hochland. Ich kam ja schon mit Bart auf die Welt. Von daher kenne ich das ja nicht anders. Aber natürlich weiß ich, wie die Menschen auf mich reagieren. Und natürlich weiß ich, dass es polarisiert und nicht jedem gefällt. Und genau das macht mir eigentlich sehr viel Spaß, die Leute ein bisschen vor den Kopf zu stoßen und sie in ein Gespräch zu verwickeln und sie vielleicht auch ein bisschen aus ihrem Mauseloch rauszuholen. Tritt die neue Gesetzesnovelle zur Einbürgerung in Kraft? Würde Kunstfigur Conchita auf ihren österreichischen Pass übrigens noch länger warten müssen. Ein Ehrenamt hat die, laut Lebenslauf, gebürtige Kolumbianerin nämlich noch nicht vorzuweisen. Aber ich arbeite ja auch als freischaffende Künstlerin, von daher, ich arbeite darauf hin, einen österreichischen Pass zu bekommen.